Hallo zusammen, wir stehen hier vor dem Austria Trend Hotel. Das ist unsere Unterkunft seit letztem Mittwoch oben. Und wir zeigen euch jetzt, ein bisschen, wie es hier innen so aussieht und wo wir uns aufhalten die ganze Zeit. Follow me! Als erstes zeigen wir euch jetzt gleich den Videoraum, wo wir auch unsere Videos analysieren und Team-Meetings haben. Also hier sind wir jetzt im Videoraum, wo wir, wie gesagt, aber vor und nach dem Spiel durch das Spiel bearbeiten oder analysieren. Wir machen Videoanalysen oder Statistiken, die wir besprechen. Und ja, genau, das machen wir auch hier vorne. Und hinten dran, im hinteren Teil, ist unser Live-Studio, wo immer an den spielfreien Tagen einen kleinen Einblick in nicht nur handballerische Sachen, sondern alles, was so nebendran noch dazugehört, zum Nationalspielerinnen da sein, gezeigt wird. Unser nächster Stopp ist unser Essenssaal im ersten Stock. Wir sind jetzt im ersten Stock angelangt. Hier findet die Raubtierfütterung statt. Hier ist unser Tisch. Hier vorne sind die Spielerinnen und hinten der Staff. Hier ist das grosse Buffet. Hier auch die Kroatinnen, hinten im Ecken Norwegen und dort hinten ist noch Ungarn. Das Buffet ist ein sehr wichtiger Bestandteil hier. Es ist ein sehr ausgewogenes Buffet mit einem Salatbuffet, was jetzt leider gerade abgeräumt wurde. Aber hier ist immer schön kalte Salat, frisch gemacht, mit Suppe, für die, die Suppe wollen. Und ganz viele verschiedene warme Sachen, von Pasta über Reis bis Herdäpfel, von Fleisch über Fisch bis vegane Sachen. Hat es für die salzigen Gemüter alles. Hier kommen wir jetzt in den süßen Bereich. Es hat immer zwei grosse Fruchtplatten, die immer alles schon geschnitten ist. Und zwischendurch haben wir Glück und es gibt eine Torte und das macht uns immer alle sehr glücklich. Was auch nie fehlen ist Kaffee, ob vor dem Spiel oder vor dem Training. Und da nehmen wir jetzt gleich eins raus. Als nächstes gehen wir in den sechsten Stock. Dort sind unsere Zimmer und wir zeigen euch, was außerhalb der Halle und außerhalb der Taktik so abgeht bei uns. Und hier sind wir jetzt bei den Physios im Physioraum. Wir sind jetzt auf dem sechsten Stock bei unseren privaten Zimmern. Wir sind das zweite in diesen Zimmern. Hinter gewissen Türen wird Spiele gespielt. Hinter anderen Türen gibt es Lernphasen für die Schule. Wieder andere sind am Schlafen. Was aber hinter diesen Türen passiert, ist rein uns Spielerinnen überlassen. Da haben auch Trainer keinen Zugang dazu. Das Zimmer ist unser Rückzugsort. Und darum, was hinter den Zimmertüren passiert, bleibt auch hinter den Zimmertüren. Merci vielmals für's Zuschauen.